Heute zeige ich euch ein bisschen mal was vom. Und zwar jetzt, wo ich gerade beim Arbeiter bin, mache ich Zwischenaufnahme. Das ist das Bosch Kochfeld, was wir vor einiger Zeit installiert haben. Die Maße suche ich euch nochmal raus, aber das hat Vor- und Nachteile, dieses Feld. Und natürlich in Kombination mit seiner Abzugshaube. Wie man so schon sieht, ist folgendes: Wenn du normale Pfanne hast, 27er Pfanne, das ist Induktionsfeld. Was passiert? Du kannst eigentlich nur für zwei Leute hier kochen. Weil immer, wenn du jetzt was Zweites nachstellen willst, dann hängt es über der Armatur drauf und dann fängt es an zum Piepsen. Mal piep, 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 piep. Wird auch sehr heiß dann. Obwohl das natürlich Induktionsplatten sind, aber da entsteht ja trotzdem Wärme, die dann abgeleitet wird übers Blech. Also von daher ist das. Solltet ihr, wenn ihr euch für eure Bosch-Dings entscheidet, was Größeres wählen. Einfach ein größeres System. Hol mal, bist du mal der Meterstab. So, und schauen wir mal, hol mal der Meterstab da. Das da Hane sind 28er Pfanne. Das ist eine 24er, wenn ich mich nicht täusche. Und man kriegt die einfach nicht nebenan. Und da haben wir Folgendes. Die Herdplatte hat 80, nee, 60 mal, was sind das, 52. Aber man muss ja nur abziehen, dieses Feld von diese 10 cm. Eigentlich haben wir ja nur den Platz hier bis 40. 2 mal 28 mit Dings sind irgendwas um die 50, irgendwas um die 50 rum. Das heißt, es kann nie und nimmer nicht dann aufpassen. Aber wie hat unser Verkäufer damals schon gesagt, aber Bob, das brauchen Sie dann nimmer. Sie haben ja dann einen Backofen. Ja. Habe ich natürlich auch nur, aber nichtsdestotrotz brauche ich manchmal drei Pfanne. Und deswegen passt es halt immer auf. Also, man kann rein, das ist jetzt eine kleine Pfanne und eine größere Pfanne, also 24 und 24 und 28 geht nicht. 24 und 24 und 50, dann sind wir hier schon drüber raus, geht eigentlich auch nicht. Dann wird immer, fängt es an zu piepen. Ich zeig's euch mal. Piep, 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 piep. Dann geht das Ding aus, weil irgendwas draufsteht. Ne? Ist ja klar. Und weil das dann auch heiß wird. Also ganz großes Nachteil. Da haben wir ja das Ding. Man sieht auch hier, wie der Dampf alles rauskommt. Ja. Und wird also aufgenommen einigermaßen. Sieht man dann nachher schon, dass der Dampf hier quasi darüber läuft. Wichtig ist die Bosch-Dings. Um was es mir hier geht, warum wir uns für diese Bosch entschieden haben, ist das, dass der Rand der Hanne eben rüber geht. Ich finde es essentiell, weil, wenn man immer schon mal, mir ist das früher schon mal ein paar Mal passiert, wenn du die alte Herde gehabt hast, dann wolltest du da was runterziehen, weil es heiß war, dann ratzbums hat dann ist alles rübergelaufen und Kind verbrannt und alle. War nicht ganz so, aber ungefähr. Da haut sich der ganze Sapper raus, auch wenn man der Daumen hier mal verklemmt hat. Dieses Boschfeld, auf die Erläuterungen kommen nachher gleich mal noch. Aber wichtig war Induktion und größeres System nehmen, vor allem breiter nach hinten aus, weil ansonsten könnt ihr gar nichts machen. Dann, wenn hier so Wassertropfen drauf sind, dann schaltet die Herdplatte ab und hupt dann dreimal, was jetzt natürlich schon gemacht hat. Weil hier einfach ein paar Tropfen drauf sind und danach, wenn man die Tropfen wegmacht, dann geht es wieder. Vorteil von der Induktionsplatte ist, dass obwohl die jetzt quasi auf 8 läuft, was ziemlich heiß ist, man sieht jetzt gerade keinen Kontakt, Induktion jetzt auf 8 läuft, selbst wenn ich sie auf 9 schalte, dann geht sie gescheit hoch. Aber dazu, oh, falsche Platte, da muss man nicht ausmachen. Das Einzige, was hier auch immer passiert ist, man drückt die falsche Dings. Man drückt immer auf das Feld, was man steuern will, und dann geht man auf die entsprechende Funktion. Auf die Funktion kommen wir noch. Aber hier passiert so gut wie nichts. Ja, so gut wie nichts, obwohl es eigentlich glühen müsste. Ja, das sind Induktionsfelder drunter. Das sind irgendwelche Ladespule. Das ist jetzt die Bosch Induktionsherdplatte. Wenn man sie mit normalen Töpfe betreibt, drei Töpfe geht gerade noch. Allerdings, man muss auch hier wieder beachten, dass selbst bei normalen drei Töpfe, hinten ist dieses kleine Feld, dann die zwei Wägelchen hier, das Übergangsfeld. Allerdings, auch hier sieht man schon, wenn die jetzt heiß wird,
dann wird auch schon der Bereich heiß, der da drin ist. Heißt heiß, wird das Glas halt heiß und deswegen schaltet er dann oft ab. Was ich jetzt zeigen wollte, war, dass wenn man das Ding drin hat, kann man hier auch hinten auf Boost schalten, dann wird die Induktionsplatte heiß und der, jetzt hört man es ja auch ein bisschen brummt. Das ist dieses Brummen, was man da manchmal so vernimmt. Das Brummen kommt natürlich durch diese durch die magnetische Eigenschaft von der Induktion, die da quasi und so. Das pulst er immer so in der Induktion hoch, so viel er kann. Und erhitzt unter diesen Deckel natürlich. Diese Töpfe müssen natürlich induktionsgeeignet sein, deswegen auch dieser Rand unten. Pulster. Und ansonsten kann man eigentlich ganz normal auf die normale Größe schalten. Hier umgeschaltet wird, indem man hier auf diese verschiedenen Kennungen schaltet. Das sind diese vier Felder, das ist dieses Langfeld. Dann dahinter habe ich den kleinen Topf. Den habe ich jetzt auf 9 Grad geschaltet. Der braucht dann dementsprechend. Und um was es dann eigentlich ging, war, dass der gleichzeitig, wie gesagt, nur diese paar Töpfe mit drauf passt. Oh, und das sieht man, ein kleines bisschen Wasser drin gehabt. Das kocht jetzt dann auch schon mit dieser Boost-Taste. Dann kann man es auf normale Temperatur schalten. Haben wir es auf 8. Und jetzt ist das ganz Tolle daran, wenn der jetzt kocht und ich weiß, ich will den 14 Minuten kochen, dann schalte ich auf die Uhr. Schalte auf 1,4, schalte wieder auf die Uhr, man ist bestätigt und jetzt läuft dieses kleine Ding hier hinter weiter und nach 14 Minuten schaltet er ab, egal was ist. Da sieht man auch eine Uhr dazu und jetzt, wenn ich das hier habe, kann ich eine andere Uhrzeit einstellen. Hier kann ich sagen, das will ich auch, das will ich von mir aus 15 Minuten kochen. Schalte die Zeit ein, bestätigt das und jetzt sieht man, dass da hier eine zweite Uhr mit dran ist.